dass ich da schon natürlicherweise sehr stark in personalen Kategorien von Gott bin. Ja, also der Gott ist das. Gott ist das, Gott ist das, Gott ist das. Und das hat immer was Klares und was Personifiziertes. Ja. Und da immer das Bewusstsein mitzunehmen, Gott ist nie das, sondern Gott ist immer wie. Also ich kann sagen, Gott ist wie Licht. Ich kann sagen, Gott ist wie ein Vater. Eine Mutter. Oder so, ja. Ein Vater. Aber das ist immer ein Bild. Das ist immer, ich muss mich immer Metaphern bedienen und Bildern, die Grenzen haben, das wissen wir alle. Mhm. Und die immer nur in meinem menschlichen Verständnis irgendwie Sinn machen. Und da muss, das hilft, also das hat mir sehr geholfen, was du hast er das da mal schön ausgedrückt, hat. So im, als wir vorbereitend ein bisschen gesprochen haben, hast gesagt, Gott, wenn wir sobald wir das sagen, wie Gott ist, müssen wir uns bewusst sein, dass Gott im gleichen Moment eigentlich viel mehr davon nicht ist. Abweicht, als genau.